Und hiermit ein galaktisches herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. Mit mir der Starly Shepard. Wer bist du denn? Davon? Okay, ich rede mal einfach mit ihm. Captain Gavorn. Ja. Chef der Voyager Einsatztruppe. Haben Sie etwas zu berichten? Hä? Was ist los? Man tippt gerade. Es gibt hier ziemlich viele Voyager. Was haben die für einen Plan? Voyager? Plan? Sie sind eine Plage, sonst nichts. Wenn die anfangen würden zu denken, hätten wir alle ein großes Problem. Was genau ist Ihre Aufgabe hier? Die Voyager in Schach halten und dafür sorgen, dass Aria sie nicht zu sehen bekommt. Das war's schon. Ich gehe dann mal. Weitergehen. Ja, ich wollte ja gehen, da brauche ich nicht weitergehen. Hä? Okay, das war jetzt aber, dachte ich, hier geht's um was. Alles klar, dann gehen wir mal zum Transport. Wir suchen jetzt den Archangel. Also muss ich dir mit dem Blue Suns Fahrer reden. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ist ja gut. Ja, gehen wir. Gehen wir. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Rein da. Ey, mir geht jetzt so auf den Sack mit diesem Scheiß hier. Oh, ab hier. Ich nehme. Warte mal, ich mache mein Outfitwechsel. Genau. Und. Ich nehme immer noch die, weil ich kenne ihn gar nicht. Deswegen, der mag ja vielleicht gut sein, aber. Ich nehme die Bädenmatch hier. Ja, nee. Alle gut. Höchste Zeit, dass Sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man Ihnen gesagt, gegen wen es geht? Ja. Sagen Sie uns einfach, wo wir hingehen sollen. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Ich komme schon hin. Zeigen Sie mir nur, wo die Brücke ist. Ihre Einstellung gefällt mir. Ich weiß. Aber wir haben schon einen Plan am Laufen. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Klingt für mich nach einem Selbstmordkommando. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann es losgeht. Ja. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Nun, wir haben vielleicht einen Weg rein. Wobei das Rauskommen eigentlich viel interessanter ist. Denken wir erstmal darüber nach, wie wir ihn finden. Na, Sergeant Kafka. Okay. Dann geht's jetzt los. Shepard, ich habe den Bereich gescannt, kann aber keinen anderen Weg zu Archangel ausmachen. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Mechs und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Und mal, konnte ich nicht zu denen dahin? Den Quatsch. Muss ja jetzt gleich durch die Tür erstmal. Da hinten ist Archangel. Wie gesagt, ich weiß ja, wer Archangel ist, von daher. Die kennen ihn schon, alle schon. So, wer ist das hier? Während die erste Welle loslegt, versucht das Infiltrationsteam Archangel zu überraschen. Ich erwarte mir nicht viel von den Freischaffenden. Wenn sie versagen, sind wir an der Reihe. Brauchen Sie was? Wer sind Sie? Hören Sie Eclipse an? Haben Sie das ganz alleine rausgefunden? Ich bin Jareth, Anführer von Eclipse auf Omega. Was wollen Sie?
Naja, das kennen wir ja schon. Ich gehe dann mal. Gute Idee. Den Angriffsplan etc. pp. Tarek, ich habe mit Garm gesprochen. Und er und seine Männer sind dabei. Sollte die Operation erfolgreich sein, können wir mit optimaler Moral und völliger Zustimmung seitens der Männer rechnen. Wegen der bereits erlittenen Verluste ist es allerdings möglich, dass wir für das Erreichen unseres nächsten Ziels nicht genug Leute haben. Dabei ist natürlich klar, dass keiner unserer Organisation ohne die Unterstützung der anderen beiden gegen Arya eine Chance hat. Jaroth. Was da? Pet bei Arya abgebrannt. Okay. Was machen wir denn nächstes Mal? Hey, seid ihr so rassistisch? Tja. Der ist hier wohl der Abschaum. Ach nee. Wird schon wieder. So, ja. Wie gesagt, ich verstehe nicht, wieso ich hier nicht hinkomme. Ich verstehe das einfach nicht. Ich mach mal nochmal kurz. Warte mal. Aha, jetzt habe ich das. Oh je. Kommt jetzt mit hier. Nein, das wollte ich da ja nicht. Ist denn das? Noch eins? Oh je. Ich muss hier mit meinem Firewalls entfernt, vor der Zukunft gewährt. 6000 Credits. Nice. Da kann ich mir ja gleich mal meine neue Haut hier leisten. Okay, ich habe genug Muni. Aufladen. Okay. Was geht hier so ab? Kefkas Assistent. Kefk. Sergeant Kefka. Sie müssen die Gruppe sein, die Sorki erwähnt hat. Sie kommen genau rechtzeitig. Haben Sie auf uns gewartet? Das Infiltrationsteam gibt in Kürze das Signal. Archangel wird nicht mal merken, was ihn erwischt. Irgendwelche Fragen? Jetzt ist vermutlich die letzte Gelegenheit dafür. Jäger, Angriffsplan, Infiltration. Ja. Geben Sie uns mit dem Jäger Deckung? Tarek ist der Einzige, der damit fliegt. Außerdem ist er noch nicht so weit. Dieser Mistkerl von Archangel hat ihm beim letzten Einsatz übel mitgespielt. Noch ein paar Handgriffe und er ist wieder wie neu. Warum koordinieren Sie den Angriff und reparieren Jäger? Ich gehöre zur Infiltrationsgruppe. Unser Team arbeitet mit dem Jäger zusammen. Ich organisiere hier die Freischaffenden und sorge dafür, dass der Jäger einsatzbereit ist, wenn er gebraucht wird. Na doll. Unser Plan lautet also einfach unbeirrt nach vorne laufen, immer in Richtung Archangels Gebäude? Und dabei nicht zu schnell umgelegt werden. Die Ablenkung funktioniert nur, solange Sie am Leben bleiben. Sie müssen es ja nicht bis ganz rüber schaffen. Sorgen Sie nur dafür, dass Archangel auf die Brücke achtet. Den Rest übernimmt das Infiltrationsteam. Die Brücke ist also der einzige Zugang. Zumindest solange der Jäger außer Gefecht ist und die Sprengeinheit noch an den Tunneln arbeitet. Sehen Sie, wir haben einen Plan. Es ist nicht nötig, dass Sie hier mit revolutionären neuen Ideen ankommen. Tun Sie einfach Ihren verdammten Job, kassieren Sie Ihre Credits und hauen Sie dann wieder ab. Führen Sie den Angriff an? Tarek bezahlt mich nicht fürs Kämpfen. Ich plane nur die Angriffe und repariere den verdammten Jäger. Freischaffende wie Sie haben das Privileg. Roger, Bravo Team, los! Auf Archangel wartet eine ordentliche Überraschung. Aber das heißt, dass ich jetzt weitermachen muss. Ich muss ihn wieder auf 100% Leistung bringen, bevor Tarek beschließt, dass er ihn braucht.
sie arbeiten zu haben. Ja. Geil. Oh, geiler Arsch. Nein. Sieht nicht so aus, als würde Archangel noch viel Zeit bleiben. Allzu lange sollten wir aber nicht warten. Ich wollte aber noch zu den anderen da. Kommen Sie, wir bereiten diesen Kerl selbst eine Überraschung. Sie haben uns Tötet gesehen. Sie! Da. Ja, komm schon. Ja. Ich gehöre zu Archangel. So sieht's aus, Freunde. Huch. Ich wollte aber eigentlich noch zu den, der uns hier beleidigt hat, hin. Oh, Mensch. Das ist wertvoll. Ja, los geht's. Das ist wertvoll. Okay, ich bin voll genug. Gehen wir mal die Treppen hoch. Also sag mal. Gleich sind wir ja da. Kein Moment. 4000 Credits. Kann ich mir schon zwei große Organe leisten. Weil wir wissen ja, die Haut ist das größte Organ. Ach ja. Achso, warte, ich genau, ich kam ja nicht dazu. Hier mit den Hecken. Ich muss meine WASD und D-Taste drücken. Vorher habe ich das immer mit der Maus versucht, oder das grün, den grünen Pfeil da mit dem Mausklick da zu bewegen. Oder halt mit den Pfeiltasten hier rechts von mir. Und jetzt, Na Leute, wer ist das? Wisst ihr das? Archangel? Wer könnte das sein? Natürlich ist das Garrus. Yay. Shepard. Dachte, sie wären tot. Schön, sie zu sehen. Garrus, was machen Sie denn hier? Ich will im Training bleiben und veranstalte deshalb Zielübungen. Sind Sie in Ordnung? Es ging mir schon besser, aber es tut gut, mal ein freundliches Gesicht zu sehen. Söldner beseitigen ist ein harter Job. Vor allem ganz allein. Warte. Was machen Sie hier draußen auf Omega? Ich hatte die Schnauze voll von dem ganzen bürokratischen Müll auf der Citadel. Ich dachte, alleine könnte ich mehr bewirken. Zumindest ist es kein Problem, hier Verbrecher zu finden. Ich muss nur auf irgendjemanden zielen und abdrücken. Aber hier hast du ja auch deine Probleme, lieber Garrus. Wie gesagt, die ganzen Wörter hier geht. Was war das noch? Saren und Garrus waren ja im ersten Teil so und jetzt ist es also mit Geth am Anfang noch das mit dem Comic da. Da hieß es noch Saren. Naja. Ne? Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wie ist es Ihnen gelungen, jede Söldnerorganisation in den Terminus-Systemen so schrecklich wütend zu machen? Es war nicht leicht. Ich musste hart dafür arbeiten. Ich bin erstaunt, dass sie sich zusammengetan haben, um mich zu bekämpfen. Sie müssen mich wirklich sehr hassen. Ja. Seit wann nennen Sie sich denn Archangel? Den Namen haben mir die Einheimischen gegeben. Wegen meiner vielen guten Taten. Ich mag ihn, aber bitte, für Sie reicht einfach Garrus. Natürlich, natürlich. Sie haben mich angeschossen. Naja, aber kannst du ja trotzdem mal. Sie haben mich übrigens ein paar Mal ganz ordentlich erwischt. Nur Betäubungskugeln, ohne Schaden. Aber die Söldner sollten nicht misstrauisch werden. Aha. Wenn ich nicht nur ihre Schilde hätte ausschalten wollen, hätte ich das auch getan. Außerdem haben sie sich sehr viel Zeit gelassen. Ich musste sie in Bewegung bringen. Also, reingekommen sind wir, aber das Rauskommen wird bestimmt nicht ganz so leicht.
Nein, wird es nicht. Diese Brücke hat mein Leben gerettet, weil all diese dämlichen Idioten genau in mein Schussfeld gelaufen sind. Aber andersrum funktioniert's genauso. Sie pulverisieren uns, wenn wir es auf dem Weg versuchen. Also sitzen wir nur rum und warten, bis sie uns ausschalten? So schlimm ist es gar nicht. Bis jetzt konnte ich sie von hier fernhalten. Und jetzt, wo wir zu viert sind. Ich schlage vor, wir halten die Stellung, warten auf eine Schwäche in ihrer Verteidigung und nutzen dann unsere Chance. Es ist kein perfekter Plan, aber es ist ein Plan. Hä, was ist hier passiert? Wie konnten Sie nur in so eine Lage geraten? Meine Gefühle waren meinem gesunden Menschenverstand im Weg. Ist eine lange Geschichte. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bringen mich lebend hier raus, dann erzähle ich Ihnen alles. Wenn wir als Team kämpfen, können wir Sie auf Distanz halten. Sie haben recht. Hier drinnen hilft Ihnen Ihre Truppenstärke überhaupt nichts. Mal sehen, was Sie vorhaben. Sie scheinen zu wissen, dass Ihr Infiltrationsteam versagt hat. Sehen Sie selbst, Speer. Eclipse würde ich meinen. Mhm. Ach so, kann ich jetzt schließen? Mehr als das. Aber jetzt ist es einer weniger. Stimmt. Wir sollten uns bereit machen. Ich bleibe hier oben. Von dieser Position aus kann ich jede Menge Schaden anrichten. Und Sie machen das, was Sie am besten können. Wie in alten Zeiten, Shepard. Heizen wir den Mistkern mit allem ein, was wir haben. Und rein. Aber warum nehmen nicht das hier? Ich auch nicht. Leider, so muss es sein. Aufpassen. Sie passen schon. Hat mich nicht mal kommen sehen. Kinderspiel. Bestätigen. Ich wollte ja nicht dahin. Sturmgewehr erhalten, die folgenden Punkte können diese Waffe jetzt benutzen. Na, nice! Eclipse-Söldner haben es ins Innere der Basis geschafft. Mhm. Schön. Ich nicht mal kommen sehen. Ja, schon den ein bisschen runter. Ein bisschen runter, ja. Manu Lof, Doma. Oh, das war nicht gut. Hey, Jacob. Das war's für dich. Guck mal, die fliegt da so schön rum. Also gut, zeigen Sie mal, wie Sie damit fertig werden, Archangel. Los! Online. Verdammt, jetzt schicken Sie schwere Mechs los. Ja. Verlob doch mal! Macht denn die da? Stöhnt die da so viel? Einigkeit. Ach ja, links. Wo ist links? Links! Verteidigung offline. Schwere Mechs im Innern der Basis. Ist ja Einigkeit und Lust und Freiheit. Hier. Was machen die da auch? Mensch. Blockiert doch. Scheiße.
Positionskraft einzusetzen. Ach, hier oder was? Ja, komm. Sehr schön. Stolz auf dich. Also mal. Ja, ich such dich ja. Na, ich weiß ja, wo du bist. So. So. Dann einmal mal hoch. Mal. Shepard, ich brauche sie hier oben. Ja, ich komme doch schon. Da war noch mal Truhe durchsuchen. 2000 Credits, sehr schön. Sie haben es echt drauf, Shepard. Sie sind kaum an mich rangekommen. Und Jareth haben wir dabei auch noch erwischt. Ich war schon seit Monaten hinter dem Bastard her. Warum waren Sie hinter ihm her? Er hat verdorbenes ISO im gesamten Citadel-Gebiet transportiert. Die Hälfte der Ware, die ich bei C-Sicherheit beschlagnahmt habe, kam von seinen Leuten hier auf Omega. Ich habe vor einer Weile eine große Lieferung abgefangen und dabei seinen besten Lieutenant erledigt. Es überrascht mich nicht, dass er danach beschlossen hat, mit anderen Söldnern zusammenzuarbeiten. Es sind immer noch Bloodpack und Blue Suns übrig. Sollen wir versuchen, durchzubrechen? Vielleicht. Mal sehen, was sie vorhaben. Sie haben Verstärkung auf der anderen Seite. Und zwar ordentlich. Aber sie kommen noch nicht über die Brücke. Worauf warten die bloß? Was zum Teufel war das? Verdammt. Sie sind in der unteren Ebene. Tja, irgendwann mussten Sie ja mal Ihr Hirn einschalten. Kommen Sie besser hier runter, Shepard. Ich halte die Brücke frei. Wir teilen uns in Zweiergruppen auf. Einer aus meinem Team bleibt hier. Sind Sie sicher? Wer weiß, was da unten auf Sie wartet? Naja, gut. Gutes Argument. Ich werde Sie bei mir behalten. In Ordnung. Sie gehen jetzt besser. Wohin? Wie komme ich in den Keller? Gehen Sie eine Ebene tiefer. Die Kellertür ist an der Westseite des Hauptraums, hinter der Treppe. Ich funke Ihnen Richtungsanweisungen, wenn Sie Hilfe brauchen. Aber Sie müssen schnell darunter. Viel Glück. Mhm, danke, danke. Hinter der Treppe. Also hier. Ach so. Nee, lassen wir erstmal so. Gehen Sie zu der Konsole und machen Sie den Laden dicht, bevor die reinkommen. Shutdown eingeleitet. Da sind noch zwei Läden. Schnell schließen Sie sie. Die heizen wir hier oben ganz schön ein. Boah, die sieht aber auch schnell, ey. Ganz ehrlich. Doch mal. Da kommen sie. Durchaus machbar. Einer weniger.
Schon unterwegs. Wieso bin ich denn jetzt schon tot? Ach, da der Hund. Aber der Hund, das ist ein... wie heißt das Ding? Na, dieses Raubtier da halt. Der Hund. Ja, ich bin ja dabei. Da kommen sie. Durchaus machbar. Komm hier rüber. Aber sicher. So, steh auf, Mädel. Shutdown eingeleitet. Sie machen einen Rückenvorstoß. Ich stehe unter Beschuss, aber bis jetzt ist noch alles okay. Nur noch einen Laden. Beeilung. Ja, wo ist denn der? Da hinten. Auf den Laden? Nee, noch nicht. Hier, kommt mal hier. Bestätige. Ich werde bald etwas Hilfe brauchen. Die Angriffe werden aggressiver. Ja, ja, ich bin ja da. Positioniere mich. Perfekt. Nur kletter da mal rüber, Bitch. Ey, sag mal. Ey, wieso kletterten die nicht? Aha. Nee, das geht ja... Hä? Nee, doch. Wieso... Nein. Oh, ey. Ey, das ist zum Kotzen manchmal. Mann, mit Controller. Ich vermisse meinen Controller. Nicht so einfach. Dann drücke ich auf irgendeine Taste, die ja nicht dazu belegt ist. Bin ich alle nervös. Ja, ich komme ja schon. Bin dabei. Mann, lauf doch mal. Ich drücke mal auf Q, ey.
Bestätige. So lachen da. Schieße jetzt. Unterwegs. Hab sie erwischt. Mann, nun lauf doch mal, Mann, wann lauf die denn nicht? Hallo? Ey, sag mal. Gebt euch meine Schilde durch. Ey. Jo, oh. Mein Gott, ey. Bleib die da hängen. Shepard, sie kommen durch die Tür. Hm. Oh, reißen Sie sie in Fetzen! Geben Sie mir Deckung. Ich kümmere mich um Archangel. Wir wurden entdeckt. Mein Gott, das ist alt aufregend. Schieße jetzt! Darauf hat mich in die Ecke getrieben. Ich brauche Hilfe mit diesem Kerl, Shepard. Ich komm doch schon. Ich bin doch hier, bei dir. Lol, suchen Sie mich. Harte Kerle, aber ich habe schon Schlimmeres erlebt. Und wir haben Garm und sein Bloodpack ausgeschaltet. Der Tag wird mit jeder Minute besser. Das war ein wirklich zäher Bursche. Sie haben schon mal gegen ihn gekämpft? Ja, einmal. Hab ihn allein erwischt. Keiner von seinen Jungs konnte ihm helfen. Trotzdem konnte ich ihn nicht besiegen. Noch nie habe ich einen Kroganer gesehen, der sich so schnell regeneriert. Eine Laune der Natur. Er hat nicht aufgegeben, bis seine Watcher aufgekreuzt sind. Es war knapp, aber ich musste ihn gehen lassen. Diesmal nicht. Nur die Blue Suns sind noch übrig. Wir sollten es riskieren und uns den Weg freikämpfen. Sie haben vermutlich recht. Tarak hat die härteste Einheit, aber wir sind schon mit Schlimmerem fertig geworden. Außerdem wird er nicht erwarten, dass wir ihn von vorne angehen. Achtung! Verdammt, ich dachte, das Ding hätte ich... Sie haben ihn repariert, aber nicht ganz. Dafür habe ich gesorgt. Sie laden Truppen. Aufpassen, Shepard. Beeindruckend! Hey! Gute Reise! Ach, das ohne. Sie haben die hintere Treppe erreicht. Das wird sie umwerfen. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Ich bin ja vorsichtig.
Mann, ey. Sehr schön. Ich sag ja auch nicht immer, wen ich hier wegputze und wen ich... Meine Waffe weg. Ich bin zu langsam. Na, wir hoch! Stell dir mal vor. Da ist ja noch jemand. Die sich selbst abschossen, ist die Blöde. Ich will eigentlich eine andere Waffe. Wo ist denn die mit dem Panzer? Ich hab sie. Feind am Boden. Ein Orden. Mach doch mal. Ja, macht die nichts hier. Aber es ist geschafft. Garrus. Wir schaffen Sie hier raus, Garrus. Halten Sie durch. Funken Sie Joker an. Sie sollen bereit sein, wenn wir kommen. Wir sollten uns beeilen. Es sieht nicht gut aus. Ja, trotz zwei Tode bin ich immer wieder zurück zum Leben erwacht und wir haben Garrus gefunden, aka Archangel. Die Freude ist groß, er ist wieder da. Und wir haben Stufenausstieg geschafft, Punkt mit Zwehe. Die Zusammenfassung der Mission lautet: Archangel aus Belagerung durch Söldner befreit und für das Team rekrutiert. Unsicher, ob Archangels Verletzung ihn daran hindert, bei der Mission von Nutzen zu sein. Enthüllung seiner Identität als Garrus Vakarian. In jedem Fall hilfreich, um Shepard bei Laune zu halten. Ja. Dann haben wir hier eine neue Kampfwaffe gekriegt. Tech-Schaden. Und yep. Ich hoffe, er genießt bald wieder, der Jute. Aber ja. Müsste auf jeden Fall. Denn der grüne Balken da unten ist ja nicht abgelaufen. Commander,
Wir haben unser Möglichstes für Garrus getan, aber... Hä? Er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Ach so. Die Ärzte haben durch Operation und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Shepard? Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist es? Sie haben ihr Bestes gegeben, aber es werden ein paar Narben zurückbleiben. Tut mir leid. Manche Frauen finden Narben attraktiv. Leider sind die meisten davon Kroganerinnen. Aber ich mache mir mehr Sorgen wegen Ihnen. Ich habe in den letzten Jahren schlimme Sachen über Cerberus gehört. Okay, wir müssen Ihnen nicht trauen, die sind meine Rücken. Im Augenblick sind Sie ein notwendiges Übel. Ich brauche Ihre Ressourcen, um das hier durchzuziehen. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir's mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann. Alles klar. Gut, das war's mit der Folge Archangel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn das heißt, mehr Leute rekrutieren. Und Ratchet out. Starly Shepard.